Herzlich willkommen. In diesem Video werden wir die Formeln für die Gesamtkapazitäten zweier Kondensatoren bei Parallelschaltung und Reihenschaltung herleiten. Bei Parallelschaltung zweier Kondensatoren haben wir einen kleinen verzweigten Stromkreis. Der Kondensator oben soll eine Kapazität von C1 besitzen. Der Kondensator unten soll eine Kapazität von C2 besitzen. Am Kondensator oben möge eine Spannung von U1 anliegen. Der Kondensator soll eine Ladung Q1 aufgenommen haben. Der Kondensator unten soll eine Ladung von Q2 aufgenommen haben. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com